Hab ihn. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt nach oben hoch. Geh du mal vor und mach mal barrierefrei. Nicht, dass ich Ja. da jetzt mit der Barriere reinspringe. Aber jetzt tust du aber da so, dass du den Würfel leicht, langsam, seicht ablegst. Nee, der hüpft trotzdem weiter. Ja, ist egal. Du musst den ja auch erstmal sozusagen. Warte, ich mache Folgendes. Du gehst jetzt mal so hin, dass du dir ein Portal auf den Fußboden setzt und ein Portal oben über der Plattform. Und Flop. guckst dann mal, dass du oben rauf gehst. Bist du oben drauf? Ich bin oben drauf. So, pass auf. Jetzt machst du Folgendes. Du machst jetzt ein Portal auf die Schräge. Das hellblaue. Dann jumpst du nach unten. Okay. Und Da drüben ist das Ding. Da. irgendwie. Da ist die Plattform, wo der Würfel rein soll. Später. Aber die Sache ist ja die, ich muss ja nicht darüber, ich muss ja darüber. Frage ist nur, wie kriegen wir diesen scheiß Würfel jetzt von diesem Gummizeug befreit? Ich glaube, das Ja. haben wir nämlich vergessen. Komm mal kurz mal hierher zu mir. Bevor wir da jetzt hochgehen. Komm mal hier runter. Stell dich mal auf die Barriere rauf und lass mich drüben auf der anderen Seite nochmal gucken, weil ich glaube, da war noch irgendwas, womit man den Würfel sauber machen kann. War hier, glaube ich, irgendwo noch irgendwas, man den Würfel irgendwie in diesem Scheiß befreien kann, aber ich weiß jetzt gerade nicht wo. Da war ja nur die Röhre. Naja, aber die Frage ist jetzt, er hat ja jetzt die ganze Zeit dieses scheiß blaue Zeug um sich rum. Ja, und die Dings ist ja auch noch da, die andere. Ah, alles klar, okay. Ich weiß, wie es funktioniert. Was denn? Gehst oben noch auf der Achso. Barriere. Achso. So, ich gehe mal wieder hoch. Ja. Okay. Bin dementsprechend oben. Ja, warte. Nicht. Alter. Ich muss nämlich jetzt Folgendes machen. Ich gebe dir da jetzt ein Portal und da jetzt ein Portal. Und du musst jetzt nämlich in mein Portal reinspringen. Okay, und... Na, scheiße. Scheiße. Nochmal bitte Dingsen. Nochmal bitte hier in den Strahl. Ich war nämlich zu dämlich und hab da was gefailt. Ich mach mal kurz weg. Mach mal hier weiter Ja, da so. Kacke. Der Würfel ist gerade futsch. Mann. Dieser scheiß Würfel. Ja, ich hör's. Komm runter. Der Würfel ist hier drüben. Ja, hol den mal erstmal rüber, aber irgendwie muss man den irgendwie sauber machen können. Würfel, komm her. So. So. Oh, meine Portale hast du ja, ne? Warte mal. Hier? Rein theoretisch nur. Nee, okay. Vorsicht. Ich halte den Würfel jetzt einfach mal fest. Ja, ich Und du brauch gehst dich jetzt. aber mal hier unten. Weil du den Laser ja unterbrechen musst. Sonst komme ich da Ja. oben nicht hier hoch. So, das dunkelblaue brauche ich da. So, jetzt kannst du loslassen.
So, du hast ja jetzt so unterhalb von dir mein Portal. Da jumpst du jetzt rein und dann fliegst du oben rüber. Und dann müsste sich ein Knopf befinden, wo eine Flüssigkeit ausgeschüttet wird. Ja, und das ist die weiße. Ja, und das ist die Reinigungsflüssigkeit. Ja. Und jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir da oben diese scheiß Barriere weg? Das, was hier... Ah, warte mal. Man macht's ganz einfach. Ne? Jawohl. Ist sauber? Ja. Komm, ich kann ihn jetzt erstmal ablegen, wunderprächtig. So, jetzt heißt es weiter überlegen. Wie kommen wir jetzt nach oben? Genau. Folgendes. Da. Da ist der Jump. Für. Das heißt, wir müssen einmal hier, einmal da. Ja. Mache einmal so. Ich muss auch hoch. Ja, das Problem ist, der Würfel muss ja da rüber. Nee, der Würfel muss nicht rüber. Warte mal, lass das mal ruhig mal meine Sorge sein. Ich werde das Ganze gleich regeln. Lass mich als erstes vorgehen, ja? Ja, mach mal. Ups. Irgendwie... Ja, weil wir höher müssen, dadurch muss der Würfel raus. Warte. Kein Thema. Einmal das. Haben wir das schon mal erledigt? So, also, ja, dann jetzt brauche ich jetzt einmal. Ich würde den woanders hinstellen. Nicht im Laser. Das rote. Mir auch klar. Nur so. Ja. Der Prototypgehäuse ist am Ende des Ganges. Ja. Ihr seid töt. Sie hat das Licht ausgemacht. Nachtsicht aktivieren. Okay, Geheimniswort. Sie hat das Licht wieder angemacht. Nachtsicht deaktivieren. Deaktivieren. Hi. Bist du weiter? Danke. Ja, Entschuldigung, hat mich gerade leicht geblendet. Eigentlich kommen wir gleich nach oben hin. Sag doch, dass du noch was änderst. Ja, warte, ich muss kurz überlegen, wo müssen wir jetzt hin? Ich würde sagen, da oben. Ja, genau, das da ist... Ich würde sagen, dass wir da eins machen und da oben erstmal eins vorher. Ne? Ein gelbes und ein rotes. Zum Glück gibt es nicht Fallschaden. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Da. Und? Nee, wir müssen woanders hin. Wir müssen da drüben. Da drüben, ja. Na, das ist zu weit weg. Okay. Nee. Warte. Warte mal. Ah, das hier ist doch eine weiße Wand, du. Das Ding. Ja, ich weiß. Jetzt und ist nur die Frage. Kannst du mir mal eben. Ja, toll. Hier hoch? Du hast an der Seite, am Ende von dem Gang, kannst du nach unten runterflitzen. Hier? Da setze ich dir jetzt ein rotes Portal hin. Achso, da, ja. Let's jump. Und bin drüben. Du musst es mir von der anderen Seite jetzt gleich tun. Das heißt, ich muss jetzt deine Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt... Dass ich jetzt von da aus dann auch rüberkomme. Das heißt, du setzt mir ein blaues Portal deiner Wahl an die Wand, an die Gerade. Und dann muss ich jetzt... So, das müsste funktionieren. Wow! Steigern wir die Moral und geben unserer Elite-Truppe hier einen Codenamen. Benennen wir sie doch nach eurer Spezialität. Die ständig in Säure fallende Spezialeinheit. Ist die Motivationsansprache beendet. So. Schnappt sie euch.
Wir sind am Ende angekommen. Warte, Katzene. Sag jetzt schon mal auf Wiedersehen. Jetzt die Kontrolle. Ihr seid keine Tötungsmaschinen. Das war gelogen. Lauft! Ah, okay. Mission abbrechen. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Mission abbrechen, Rückzug. Oh nein, wir haben verloren. Es ist aus. Oh, das war knapp. Gut gemacht. Oh mein Gott. Es war ein Vogel. Oh mein Gott, sie brütet eine Klonarmee aus. Oh mein Gott, sie brütet eine Klonarmee aus. Herzlich willkommen in der ornithologischen Brutstation von Aperture Science. Man hat euch im Stich gelassen, weil ihr wertlos seid. Wertlose, ungeliebte Vögel mit fetten, hässlichen Schnäbeln. Ich bin wirklich beeindruckt, dass diese riesigen Schnäbel in so winzigen Eiern Platz hatten. Ja, ich spreche mit dir, du Großschnabel, du Matschbirne. Oh! Nein, ihr seid keine Matschbirnen, oder? Seht sie euch an, diese kalten Vogelaugen, die Klauen. Die messerscharfen Schnäbel. Ihr seid ja richtige kleine Tötungsmaschinen. Ja. Schlaft jetzt, meine kleinen Killer. Morgen habt ihr einen anstrengenden Tag. Aha, okay. Jo. Vielleicht schon so eine kleine Vorinformation zu einem dritten Teil, der irgendwann mal geplant ist. Ich weiß es nicht. Da heißt es dann darum, rette die Vögel. Bevor du nee, statt Tövitz dann Vögel, Killervögel oder so. Ja, ich weiß nicht, ob Portal 3 irgendwann mal kommt, aber damit haben wir dann unseren Soll erfüllt und ja, du siehst, du hast noch 5 Minuten Zeit übrig. Yay. Allgemeines Zusammenfinden in der Mitte und ja. Ja. Yay, guck mal, da sind unsere Schrittzahlen gewesen. Eben. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen. Dir schon mal ein Dankeschön, lieber Base Driver. Mhm, kein Problem. Hab mich auch gefreut, mit dir mal wieder zusammen eine kleine Party zu schmeißen. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch gefallen an der Stelle. Jo, ich verabschiede mich da mal frohfreudig und sage eventuell bis zum nächsten Mal. Ja, irgendwann wird es vielleicht wieder ein Projekt geben, was wir zusammen aufnehmen können. Jo. Ja, von mir aus dann... Achso. Eins gesagt, winke, winke! Achso, ja, das kann ich auch. Ja, dementsprechend tschüss, ciao und freut euch schon aufs nächste Projekt.